Das Buch Animox, die Stadt der Haie, geschrieben von Amy Carter. Erschienen im Verlag Friedrich Oettinger in Hamburg. Es erzählt die Geschichte der Geschwister Simon und Nolan, die die außergewöhnliche Fähigkeit besitzen, sich in jedes Tier zu verwandeln. Simon bevorzugt es, sich in einen Goldadler zu verwandeln, während Nolan sich gern in einen Graukrähe verwandelt. Ein besonders spannendes Abenteuer erleben sie, als sie von einer Krähe angegriffen werden. Bei dem Angriff wird Nolan am Flügel verletzt und stürzt ins Robbengehege. Simon möchte Nolan helfen, aus dem eiskalten Wasser rauszukommen. Wer neugierig auf weitere Abenteuer der beiden Geschwister ist, sollte unbedingt einen Blick in das Buch werfen.